Hallo zusammen und weiter geht's mit unserem DeFi-Portfolio auf Polygon-Basis. Und heute geht's mal um ein Thema, das ich so eigentlich noch nirgendwo bei YouTube oder bei Krypto, Twitter oder sonst wo gesehen habe. Ich habe kein Tutorial darüber gefunden. Und zwar um das Thema, was macht man eigentlich mit seinem Portfolio, wenn man jetzt gerade mal sich nicht so gut darum kümmern kann oder auch keine Lust hat, sich darum zu kümmern, wie zum Beispiel, wenn man jetzt im Urlaub ist oder mal einfach, was weiß ich, dienstlich unterwegs ist und nicht jederzeit auf die Kursschwankungen reagieren kann. Da muss man natürlich auch sein Portfolio nicht direkt komplett auflösen, sondern es gibt Möglichkeiten, quasi die Risikofaktoren im Portfolio zu bestimmen und dann eben auch entsprechend das Risiko zu reduzieren. Und darüber möchte ich ganz gerne heute sprechen. Und natürlich gucken wir uns jetzt auch erstmal den aktuellen Stand an. Wie steht unser Portfolio zurzeit? Gehen wir doch einfach mal direkt rein in DBank. Hier ist unser Portfolio. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar hier habe ich was hingelegt. Das gehört jetzt eigentlich nicht wirklich zu unserem Portfolio dazu. Da kümmern wir uns später drum. Stellen wir das mal auf Polygon, was wir auf Polygon haben. Das ist, wir haben eine Position bei Aave und zwar haben wir da WMATIC eingelegt und zwar sind es jetzt inzwischen 1476 WMATIC, die hier liegen. Und zwar zu einem aktuellen Wert von 1607 Dollar. Wir haben uns USDT ausgeliehen. Das hier ist unsere Sicherheit. Die WMATIC sind unsere Sicherheit. Und die USDT, das ist quasi eine Entnahme. Das haben wir geliehen bei Aave. Und zwar im Wert von 783 Dollar. Und dann haben wir aus dieser Entnahme eine Einlage gemacht bei SushiSwap im Wert von 172 Dollar. Die Zusammensetzung hier ist so, wir haben also USDT geliehen und darüber habe ich letztens, also das war vor ein paar Tagen, ein Video gemacht, wieso, weshalb, warum wir das machen. Die Grundidee dahinter ist einfach, der USDT ist von allen Stablecoins so quasi der unsicherste. Ich hatte darüber gesprochen, dass es also im Prinzip viele, viele Regulierungsbestrebungen im Stablecoin-Bereich geht und meiner Meinung nach steht der USDT da ganz, ganz weit oben auf der Abschussliste der Regulierungsbehörden und daher ist dieses ganze Thema hier sehr riskant. Aus diesem Grund, also riskant in dem Sinne, dass der Tether womöglich sein Dollar-Pack nach unten verlieren wird, also im Prinzip weniger wert sein wird als ein Dollar, wenn irgendeine Katastrophe eintritt. Und der, also zum Beispiel eine Regulierung kommt, ein Verbot kommt auf den amerikanischen Börsen, all das habe ich in meinem letzten Video besprochen. Und die Idee dahinter ist einfach, dass der USDT wahrscheinlich im Wert nicht steigen wird. Das ist ja ein Stablecoin, der soll ja ein Dollar-Pack behalten, soll auf einen Dollar bleiben, aber er wird also nicht über einen Dollar gehen, aber es kann durchaus sein, dass er auf unter einen Dollar fällt, wenn irgendetwas schief geht beim USDT. Von allen Stablecoins halte ich das für beim USDT am wahrscheinlichsten. Deshalb haben wir den hier geliehen, deshalb haben wir das Darlehen in USDT genommen, denn wenn der USDT wirklich seine Dollaranbindung verliert und im Preis fällt, ist das ja gut, weil es sind ja unsere Schulden. Und wenn die Schulden im Wert fallen, haben wir natürlich weniger Schulden und es ist leichter, sie zurückzuzahlen. Dann haben wir aber die USDT sofort umgetauscht in USDC und in DAI. Und diese DAI und USDC haben wir hier eingelegt in die Position bei SushiSwap, die ja Yield generieren soll in Form von Matic und Sushi. Das läuft im Moment noch nicht richtig gut, weil die APY hier sehr, sehr niedrig ist. Und wir haben also jetzt hier nur noch 172 Dollar von der Einlage übrig. Das liegt einfach daran, dass bei sinkenden Kursen wir immer wieder Matic nachkaufen, denn wir wollen diese Position hier, die hat eigentlich das meiste Gewinnpotenzial von allem, was wir haben. Wenn nämlich der Matic-Kurs steigt, dann wird diese Position hier wertvoller. Und das möchten wir gerne mitnehmen und immer wenn der Kurs sinkt, kaufen wir einfach von der Einlage hier WMATIC nach. Wir sind aber hier inzwischen schon so ziemlich am Ende der Fahnenstange und das bedeutet, wenn der Matic jetzt nochmal sinkt, dann haben wir im Prinzip keine Möglichkeit, hier unsere Sicherheit zu erhöhen oder nur noch begrenzt Möglichkeiten. Und das bedeutet, wir sind jetzt zurzeit sehr, sehr weit im Risiko. Das Risiko ist sehr hoch. Und natürlich ist jetzt Urlaubszeit und auch ich werde jetzt mal zwei Wochen Pause machen. Und vielleicht mache ich, wenn irgendwas Wichtiges passiert, nochmal ein Video. Aber ansonsten werde ich einfach jetzt zwei Wochen lang dieses Portfolio hier ruhen lassen. Denn ich bin im Urlaub und ich möchte irgendwie auch ein bisschen frei haben. Und jetzt ist die Frage, wir sind hier sehr hoch im Risiko. Wenn jetzt der Kurs weiter sinkt, dann wird hier diese Position liquidiert. Also das heißt, wenn die Health Rate auf 1 fällt, dann wird diese Position hier liquidiert. Und das ist schlecht für uns, weil ja unser ganzes Potenzial, das hier drin ist, wird dann
reduziert, wird dann dezimiert. Das wollen wir nicht. So, und heißt das jetzt, dass ich im Urlaub die ganze Zeit gucken muss, wo geht der Preis hin? Fällt der auf einen bestimmten Wert? Muss ich mich jetzt jeden Tag alle 3 Stunden oder sowas um mein Portfolio kümmern und nachschauen? Muss ich im Urlaub wirklich nachts aufstehen? Und das möchte ich natürlich nicht. Und deshalb werde ich heute also dieses Portfolio hier ruhig stellen und dafür sorgen, dass hier also jetzt, während ich weg bin und mich nicht mehr so gut um das Portfolio kümmern kann, dass hier nichts passiert. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Jetzt gucken wir einfach nochmal genauer hin. Also wir haben hier erstmal den aktuellen Markt. Da ist der Bitcoin immer noch bei 33.682, immer noch in dem Sinne, dass er irgendwie immer zwischen 30.000 und 35.000 Dollar hin und her schwankt. Das läuft ja jetzt schon seit mehr als 2 Wochen, 3 Wochen, was ja eine sehr lange Zeit ist im Kryptobereich. Die Kurse gehen immer quasi, also gefühlt zum Wochenende richtig runter. Da gibt es nochmal einen Dump und dann in der Wochenmitte, spätestens Dienstag, Mittwoch, geht wieder alles hoch und das schwankt. Aber natürlich ist es so, wenn wir uns jetzt darauf verlassen und sagen, okay, jetzt nächsten Freitag fällt wieder alles runter, wir machen eine Short-Position irgendwo auf, genau dann ist nämlich der Zeitpunkt gekommen, wenn das nicht passiert, wenn die Ausnahme ist. Also das machen wir nicht. Verlassen uns nicht darauf, dass diese Kursschwankungen pünktlich zum Wochenende eintreten. Aber es ist einfach auffällig, dass es in letzter Zeit wirklich immer wieder passiert ist. Ich schätze, es liegt auch daran, dass wahrscheinlich das Volumen sehr viel geringer ist als in Wochen vorher, als die Kurse alle gestiegen sind. Und so haben wir halt hier irgendwie quasi im Moment eine eher Seitwärtsphase, aus meiner persönlichen Sicht mit einem leichten Abwärtstrend. Sieht man hier am Bitcoin, finde ich, sehr schön. Beim Ether, also wir können ja nochmal in die 14-Tage-Ansicht gehen. Sieht man nicht so gut. Gucken wir mal bei den 30 Tagen. Ja, genau. Also hier sieht man tatsächlich auch ganz gut den Abwärtstrend, den man hier jetzt seit 2, 3 Wochen hat. Ne? Es geht auch immer mal wieder hoch und runter, aber generell sieht man, es geht also grundsätzlich abwärts. Und bei Ethereum und bei den anderen Kryptowährungen ergibt sich eigentlich mehr oder weniger dasselbe Bild. Es gibt immer mal wieder ein paar Ausreißer. Ist für unser Portfolio jetzt nicht wichtig und ich möchte das jetzt auch gar nicht groß besprechen. Jedenfalls steht der Matic jetzt bei 1,10 Dollar. Unser Portfolio haben wir angefangen bei 1,43 Dollar. Das heißt, wir sind mit unserem Portfolio auch im Minus, weil natürlich, wenn wir anfangen, dann haben wir ja keine Chance, irgendwie einen Puffer aufzubauen, Gewinne zu erwirtschaften, von denen wir quasi jetzt zehren könnten. Stattdessen sind wir jetzt einfach im Minus und was hier gefragt ist, ist einfach ganz eindeutig richtig, richtig viel Geduld, weil irgendwann wird der Polygon, auch der Matic-Token, auch wieder steigen. Ich habe uns jetzt hier mal eine kleine Excel-Tabelle aufgebaut und diese Excel-Tabelle, die werde ich jetzt mit jedem Video, das ich mache, nachführen. Hier ist der aktuelle Stand, heute 2.7.2021, wo ich dieses Video mache. Habe ich hier also quasi eine Spalte für den heutigen Tag und für die nächsten Videos füge ich jetzt hier immer eine neue Spalte ein, sodass man dann sehen kann, wie sich das Portfolio über die Zeit entwickelt hat. Zumindest machen wir das jetzt erstmal eine Zeit lang und dann schauen wir mal einfach, ob man das vielleicht noch durch ein besseres Tool irgendwann ergänzt. Aber jetzt soll es erstmal hier so eine simple Excel-Tabelle sein. Ich gehe das mal einmal ganz kurz durch, dass man auch versteht, was hier läuft. Also wir haben anfangs investiert, 1.220 Dollar. Davon haben wir 899 Matic-Tokens gekauft. Das heißt also, wenn wir nichts gemacht hätten, wenn wir irgendwie nur quasi 1.220 Dollar in unserem Konto, auf unserem Konto oder so gehabt hätten und keine DeFi-Strategie gemacht hätten hier, dann hätten wir jetzt immer noch logischerweise 1.220 Dollar. Und wenn wir die DeFi-Strategie nicht gemacht hätten und stattdessen einfach nur die Tokens gehodelt hätten, die anfangs gekauft haben, dann hätten wir jetzt auch immer noch 899 Matic. Und das habe ich hier hingeschrieben, damit wir dann in dieser Tabelle auch mal ein bisschen vergleichen können, wie es aussieht im Vergleich zu einmal gar nichts machen, gar nicht investieren und dann im Vergleich zu einfach nur rodeln. Ne? So, das hier ist also jetzt unser aktueller Stand, 7.2. Und wir haben hier, 2.7. Und wir haben hier bei Aave ein Supply, nämlich insgesamt schon 1.476 Matic-Tokens, die wir jetzt in unserem Portfolio halten. Und der aktuelle Matic-Kurs steht bei 1,10 Dollar. Das ergibt dann einen Wert, einen US-Dollar-Wert unserer Einlage bei Aave von 1.624 Dollar ungefähr. Und dafür haben wir dann eine Entnahme gemacht, nämlich USDT im Wert von 783 Dollar. Natürlich Minus, weil wir haben ja eine Entnahme gemacht. Das ist ein Darlehen. Wir sind da also, das muss man also abziehen. Und
Dann haben wir bei SushiSwap noch eine sehr, sehr, sehr kleine Zahl von LP-Tokens gekauft im Wert von $172. Bei diesem Pool bei SushiSwap, das ist der DAI-USDC-Pool, also wir haben DAI und USDC eingelegt bei SushiSwap und dann auch die LP-Tokens gestaked. Und man muss jetzt dazu sagen, dieser ganze Pool hat insgesamt meines Wissens um die 22, 23 LP-Tokens. Das heißt also, dieser Wert hier, der übrigens auch nach oben gerundet ist, der ist wahrscheinlich sogar sehr viel kleiner als das. Wir haben also einen Bruchteil von 22 LP-Tokens insgesamt. In dem Pool sind, glaube ich, insgesamt 26 Millionen Dollar Einlage. Das heißt also, 26 Millionen Dollar entsprechen insgesamt 22 LP-Tokens. Und wir haben davon einen ganz, ganz geringen Anteil. Und diese Zahl hier, die darf man nicht zu ernst nehmen. Die wird wahrscheinlich sehr, sehr viel kleiner sein in Wirklichkeit. Das ist aber das, was bei SushiSwap angezeigt wird, wahrscheinlich als nach oben gerundeter Wert. Ne? So, und diese Einlage bei SushiSwap ist also $172 wert. Und das bedeutet, die Summe aus diesen drei Komponenten hier, nämlich dem Supply im Plus, dem Borrow im Minus und der SushiSwap-Einlage im Plus, ergibt dann einen aktuellen Wert von $1013. Und hier habe ich jetzt mal den Vergleich gemacht. Wie wäre es eigentlich, wenn wir jetzt gehodelt hätten, also wenn wir die 899 Tokens behalten hätten, dann hätten wir jetzt $988 an Wert in Matic angehäuft und das wäre, demgegenüber sind wir jetzt also $24 im Plus. Und wenn wir gar nichts gemacht hätten, also das heißt, von unserem Invest von $1220 haben wir tatsächlich, also unsere Strategie hat insgesamt $207 Verlust gemacht. Und das liegt natürlich daran, dass der Kurs vom Matic-Token von $1,40 gefallen ist und wir haben jetzt hier uns eingedeckt mit Matic-Tokens. Und das Potenzial ist natürlich, wenn dieser Kurs jetzt hier irgendwann mal, sagen wir mal, auf 1,43 steigen würde, dann sähe das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aus. Ne? Und das ist aber leider noch nicht der Fall, sondern das ist das, was ich jetzt gerade sagte. Es geht jetzt darum, einfach ein bisschen Geduld zu haben und zu warten, bis der Markt mitspielt. Und wir müssen irgendwie sehen, dass wir es schaffen, dass jetzt hier keine Katastrophen passieren. Und die Katastrophe, die passieren könnte, die wir verhindern müssen, das ist auf jeden Fall, ich bin jetzt hier auf Aave gewechselt, auf das Dashboard, das ist, dass dieser Health-Faktor fällt auf unter ein 1, weil wenn der Health-Faktor auf unter 1 fällt, dann wird liquidiert. Das würde bedeuten, dass die Hälfte der Matic-Tokens, die wir haben, verkauft würden. Dafür würde zwar auch unser Darlehen dann reduziert. Das heißt, wir hätten tatsächlich auch was davon gehabt, wenn liquidiert wird, weil dann haben wir ja weniger Schulden. Aber wir wollen ja jetzt aus verschiedenen Gründen wirklich verhindern, dass das passiert. Zum einen, das hier ist unser Potenzial. Wenn sich das halbiert, ist es natürlich schlecht für uns, weil wenn der Kurs dann wieder steigt, dann haben wir nichts davon. Damit wäre also der Verlust, den wir jetzt gemacht haben, schon mal richtig fett eingeloggt. Der würde dann bestehen bleiben und wir hätten also diesen Verlust wirklich verewigt hier in diesem Portfolio. Das wollen wir natürlich nicht. Also müssen wir sehen, dass wir die Liquidierung verhindern. Die zweite Sache, der zweite Grund, warum wir das nicht wollen, ist, es bringt uns ja nichts. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass der USDT irgendwann in den nächsten Monaten mal in Schwierigkeiten gerät, dann nützt uns das ja nichts, wenn unsere Schulden reduziert werden, weil gefühlt aus unserer Perspektive sind die Schulden ja sowieso wertlos. Ne? Und haben jetzt halt zurzeit noch einen Wert, aber werden wertloser. Das heißt also, je höher die Schulden sind eigentlich, desto besser. Dass die Schulden sich um die Hälfte reduzieren, das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht. So. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt darauf achten, dass dieser Health-Faktor hier nicht fällt. Und das ist etwas, was ziemlich nervt, weil der Kurs ja zurzeit, der Kurs von Matic, extrem schwankt. Und wir haben hier einen Liquidierungspreis von 81 Cent. Also das heißt, wenn man hier bei Aave auf Details klickt, dann sieht man hier einen Asset Liquidation Price. Der liegt bei $0,81679 pro Matic. Hier ist ja das Matic-Symbol und das ist natürlich richtig blöd, wenn man jetzt irgendwie im Urlaub ist und quasi die ganze Zeit guckt, ob der Kurs hier auf 81 Cent fällt oder nicht. Ne? Und deshalb muss jetzt irgendwie eine Lösung her. Wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir damit umgehen, dass der Kurs also schwankt und eventuell sogar auch auf einen Punkt fällt, wo wir quasi liquidiert werden oder wo unsere Position liquidiert wird. Und wie macht man das? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, das sage ich ja auch eigentlich in jedem Video,
Wenn man das Risiko rausnehmen will, dann ist die simpelste Lösung quasi hier nachzulegen. Und zwar müsste man dafür dann eben zum Beispiel bei SushiSwap, da sind wir jetzt hier mit unserer Einlage, unter Yield bei der Farm, in der wir gestaked haben, eine Entnahme machen. Das heißt also hier Liquidität rausnehmen, also unstaken, Liquidität rausnehmen. Dann haben wir USDC und DAI, die müssen wir umtauschen in USDT. Dann die USDT hier wieder mit Repay zurückzahlen. Das würde den Hell-Faktor nach oben bringen. Problem, folgendes Problem, wir haben ja nur noch 172 Dollar. Das heißt, wir können eigentlich maximal hier die Schulden um 172 Dollar reduzieren. Das würde einen Liquidation Price ergeben, der dann wahrscheinlich sehr, sehr viel niedriger ist. So bei, ich würde sagen, 50, 60 Cent, so eher 60 Cent. Und dass der Matic Token jetzt von 1,10 Dollar auf 60 Cent fällt, ist natürlich irgendwo extrem unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und das gibt uns eigentlich noch nicht die Ruhe, die wir brauchen, um hier vernünftig das stehen zu lassen. Der zweite Nachteil ist, wir bekommen ja auch hier 2,99% APR. Wir bekommen die in Form von Matic Token. Hier oben sind unsere Rewards, die wir inzwischen angesammelt haben. Und hier bekommen wir 3%. Das heißt, das hier zu reduzieren, das bringt uns eigentlich nichts, ne? Weil wir würden dann im Prinzip unsere wertvollen USDC und DAI umtauschen in wertlose USDT. Dann würden wir auch noch weniger LPR kriegen. Also total, es ergibt keinen Sinn. Ne? So würde ich es nicht machen. Was ich stattdessen mache ist, ich habe ja eine Reserve. Und diese Reserve, das habe ich ja auch immer wieder gesagt, wenn man diese riskante Variante hier fährt, dass man also immer, wenn der Kurs fällt, von SushiSwap etwas wegnimmt, um neue Matic zu kaufen, dann sinkt ja quasi die Reserve, die wir auf SushiSwap haben. Hier ist unsere Reserve. Die war vorher mal auf 500 Dollar. Jetzt sind wir bei 172 Dollar nur noch. Diese Reserve sinkt. Also wenn ich hier einen Teil auflöse, davon Matic Tokens kaufe, dann würde ja, und die hier einlege, dann würde ja der Hell-Faktor wieder raufgehen. Das haben wir mehrfach gemacht. Unsere Reserve ist also auf 172 Dollar geschrumpft. Und damit jetzt die Liquidierung nicht passiert, wenn quasi Ende der Fahnenstange ist, habe ich ja gesagt, dass es sinnvoll ist, man kann diese riskante Strategie eigentlich nur fahren, wenn man eine Rücklage irgendwo hat, nämlich diesen Betrag hier, für den schlimmsten Fall, diesen Betrag hier nochmal in USDT bzw. in Dollar muss man irgendwo dann also parat haben als Sicherheit, damit man schlimmstenfalls das hier zurückzahlen kann. Und da ich diese Reserve sowieso habe, habe ich jetzt vor diesem Video hier Folgendes gemacht. Ich habe die Reserve in Form von USDC-Tokens hier rüber geschoben auf die Blockchain, auf die Matic-Chain über die Bridge. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das war direkt das erste Video dieser Reihe. Und jetzt sind die also schon auf Polygon. Das habe ich gemacht, weil das schon mal so 20 Minuten dauert und sich das also während des Videos hier nicht so gut eignet. Und ich habe jetzt also in meinem Wallet auf Polygon hier 785 USDT liegen. Und um jetzt das Risiko zu reduzieren, mache ich einfach hier eine Einlage von 785 USDC. Das heißt, ich werde nicht hingehen und die USDC umwandeln in Tether und das hier zurückzahlen, sondern ich werde stattdessen hier eine Einlage machen, die genauso hoch ist wie meine Schulden. Das hat den Vorteil, dass ich ein bisschen LPR kriege auf das, was ich hier einlege. Und zum anderen kann dann der Hell-Faktor nicht mehr auf unter 1 sinken, weil USDT und USDC sind gleich viel wert. Das heißt also, die ganze Geschichte muss immer über 1 sein. Denn das hier ist immer größer als 1, weil quasi Zähler und Nenner gleich groß sind und 1 ergeben. Und das hier würde ja dann quasi den Quotienten erhöhen noch. Also wir können, wenn wir das machen, nicht unter 1 fallen. Die ganze Position, es ist mathematisch unmöglich, dass diese Position liquidiert wird. Und das gibt mir natürlich dann die Sicherheit und Ruhe, um in der nächsten Zeit dann nicht mehr auf mein Portfolio zu schauen oder nur noch zu schauen, wenn ich mal neugierig bin und Lust habe. Jetzt machen wir mal die Einlage hier. Das heißt, ich gehe hier auf Deposit, auf USDC, hinterlege meine gesamten USDC, die ich habe, ich setze mal ein
einigermaßen hohen Gaspreis, damit das schnell geht. So. Und da ist die Einlage auch schon fertig. Dann gehe ich aufs Dashboard und habe einen Health-Faktor von 2,18. Der Health-Faktor, der braucht mich aber jetzt gar nicht mehr zu interessieren, weil ich habe ja jetzt tatsächlich dafür gesorgt, dass der Health-Faktor niemals auf 1 fallen wird. Und natürlich muss man nicht wirklich 785 genau einlegen. Also man muss nicht den genauen Betrag einlegen, den man hier stehen hat, sondern es geht einfach nur darum, dass man für sich selber mal ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten bestimmt, bei denen man glaubt, bis wo der Matic fallen wird. Und der Unterschied zwischen dem Restwert der Matic, wenn der also richtig crasht und am unteren Ende ankommt, das untere Ende, von dem man denkt, dass es das untere Ende ist, also die Schätzung des Bodens, des Preises, die Differenz zu der Einlage, zu der Entnahme, das wäre das, was man hier als Wert hinterlegt, damit man also die Liquidierung verhindert. Dann hätte man aber ein Restrisiko, weil wenn man sich irrt mit der Schätzung, dann hat man einfach zu wenig eingelegt und dann wird liquidiert. Und ich gehe jetzt einfach total auf Nummer sicher, weil in dieser Konstellation kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Und ich kriege auch noch 0,9, also plus die 2,32 APY mehr dazu, was ja ganz lustig ist. Aber man muss mal ganz ehrlich sein, diese APYs hier, die sind im Moment so niedrig, die bringen überhaupt keinen Spaß. Und das Ganze ist, also mit APR und APY braucht man hier bei Aave jetzt überhaupt gar nicht anzufangen. So, damit habe ich jetzt meine Position abgesichert. Aber da wir ja jetzt, also das ist schon mal das, der Teil. Und damit ist das Ganze eben auch fertig. Und was ich natürlich machen kann, ist, ich kann, wenn ich jetzt im Urlaub bin und ich sehe eine gute Gelegenheit, wie dass der Matic wieder crasht oder dass der Matic wieder steigt, irgendwas in dieser Art, ne? Also wenn er extrem steigt oder extrem fällt, dann kann ich immer noch flexibel reagieren, weil dieses ganze Portfolio ist safe. Wenn ich Lust und Zeit habe, dann kümmere ich mich darum, mache vielleicht eine kleine Gewinnmitnahme oder kaufe nochmal nach Matic, kann aber ansonsten auch die eine oder andere Kursschwankung ganz gemütlich verpassen. Ist mir egal, was auf dem Markt passiert. Ist also quasi Urlaub und wenn ich Lust habe, mich im Urlaub hier rumzukümmern, dann kann ich das in Ruhe tun. Damit ist das fertig und jetzt möchte ich aber noch, bevor jetzt hier 2 Wochen Pause ist, noch mal ganz kurz zeigen. Also wir haben, was die APR angeht und die APY, da haben wir ja noch kein so besonders tolles Portfolio hier, weil einfach erstmal die APY ganz allgemein im Markt zurzeit unten ist. Man kriegt einfach nicht mehr so viel. Wir sind aber mit unseren Positionen hier auch noch in einem relativ sicheren Bereich unterwegs, denn SushiSwap ist eigentlich ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, kampferprobtes DeFi-Projekt, das also es ist extrem unwahrscheinlich, dass hier irgendetwas mit einem Hack passiert. Es kann immer sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ebenso wie Aave. Das heißt also, wir sind hier relativ safe, aber dafür haben wir eben auch keine APY, ne? Und das ist auf Dauer natürlich eine Riesenbaustelle für uns, denn man sieht ja hier auch, dass es sind quasi die Rewards, die wir jetzt in 2-3 Wochen hier angesammelt haben und 0,01172 Sushi bei 8 Dollar pro Sushi oder wo wir gerade stehen, das ist ja nichts, ne? Und da kann man also, das ist was für einen hohlen Zahn, da kann man nicht mit leben. 2,2 Matic ist auch nichts. 2 Dollar oder sowas in 3 Wochen an Zinsen auf eine Einlage von 1200 oder noch mehr hier. Also das ist einfach eine Situation, die kann man nicht so lassen, ne? Und deshalb habe ich einfach jetzt mal 1 oder 2 Alternativen rausgesucht, die man zwischenzeitlich mal benutzen kann, aber immer mit unterschiedlichen Risiken. Und ich fange jetzt mal mit dem riskantesten Part an. Und zwar ist das das, was ich auch schon mal öfter hier gezeigt habe. Das ist Chumham. Chumham ist quasi ein dreister Klon von Venus.io. Venus.io läuft auf der Binance Smart Chain und Chumham läuft quasi hier auf Polygon, ist wirklich absolut identisch, außer dass der Token hier nicht XVS heißt, sondern Chum. Und es gibt irgendwie noch ein BAM und was weiß ich alles. So, und dieses Projekt ist aber nicht so besonders aktiv. Also man hat hier zum Beispiel kein Twitter, hier ist kein GitHub, hier ist irgendwie nichts, also auch kein Discord oder sonst irgendwas. Man hat, glaube ich, hier nur einen Telegram-Link, wo man also auf Telegram mit den Entwicklern sprechen kann. Hier sind 4.421 Members, 600 online. Das ist eigentlich ganz cool. Und
Aber es ist nicht ganz sicher, wie safe das Ganze hier ist. Also wenn man hier sich, wenn man unbedingt will, dann kann man natürlich seine Sushi-Swap-Position auflösen und mal hier riskieren, mit USDC reinzugehen. Man hätte eine APY von 20,88%, wobei ein Großteil dieser APY in Chum-Tokens ausgezahlt wird. Und die Chum-Tokens, die kann man hier also collecten unter Vote. Hier werden die also, werden die Rewards angesammelt, die kann man collecten. Ich habe das in einem anderen Portfolio ein bisschen mit einem ganz, ganz kleinen Betrag gemacht, um sicher zu gehen. Und das ist, macht echt Bock, weil der Chum ist quasi nichts wert. Wir können ja mal kurz gucken, wo der steht. Der Chum-Token steht bei 1 Cent. Und das heißt, man kriegt hier tatsächlich relativ schnell irgendwie einen etwas größeren Betrag zusammen. Das ist aber nur die Optik. Das sieht dann ganz lustig aus, macht Spaß, dann irgendwie so 100 Chum oder so zu ernten. Ist mal was anderes als 0,01 Sushi. Aber das Risiko ist ziemlich hoch, ne? Also hier ist noch kein Rugpull passiert. Das Projekt gibt es jetzt seit, ich glaube, 8 Wochen auf Polygon. Hier ist tatsächlich noch nichts passiert, aber das heißt ja nicht, dass in Zukunft nichts passiert, nicht auch, dass es in Zukunft so bleibt. Man sieht auch, dass die Liquidität, die hier eingelegt ist, echt niedrig ist, also 80.000 USDT. Das ist jetzt also recht hohe APY in einer, ich sag mal, gewöhnungsbedürftigen Art und Weise ausgezahlt. Und sehr riskant, aber die APY ist tatsächlich sehr, sehr hoch. So, mittelsichere Angelegenheit ist für mich persönlich Polycat. Und zwar nicht diese Pools hier. Hier kann man auch USDC einlegen, aber man hat eine Deposit-Fee von 4%. Das heißt, 4% sind weg. Das eignet sich nicht, weil wir öfter rein und raus wollen und immer 4% Verlust, das wollen wir nicht haben. Aber es gibt hier Vaults und hier gibt es tatsächlich auch Vaults, die ohne den USDT auskommen. Zum Beispiel der USDC DAI bei ApeSwap bietet eine APY von 11,66%. ApeSwap ist auch so ein Projekt, das, ich sag mal so, im mittleren Bereich, was die Sicherheit angeht, ich glaube, so richtig vertrauenswürdig ist dieses Projekt noch nicht, aber es ist auch schon eine ganze Weile unterwegs und ich meine auch auf verschiedenen Blockchains, zum Beispiel Binance Smart Chain, und da läuft es eben seit einiger Zeit auch, und also Gefahr, dass Rugpull ist, ist wahrscheinlich eher gering, aber kann natürlich auch immer passieren. Man hat ja also 11,66% APY, ist ein bisschen besser. Man müsste dann LP-Tokens bei ApeSwap kaufen und so weiter, ne? Also ich kann das ja mal gerade freischalten. Vielleicht sieht man ja dann hier nochmal ein bisschen mehr. Ja, hier kann man die LP-Tokens sich besorgen und dann hier irgendwie einlegen. USDC DAI, es gibt aber, glaube ich, noch mehr aus, in dieser Art. Hier ist noch einer bei Volt, der hat dann aber nur 8%. Und hier bei, also bei Aave, das ist ja Quatsch hier, aber also das haben wir ja schon irgendwie in der Art. Aber also da kann man, das ist schon mal irgendwie eine Variante, wie man hier an eine etwas höhere APY für die Einlage kommt. Dann habe ich noch was gefunden, das nennt sich DeFine. DeFine Network, genau. Und bei DeFine gibt es hier Farms. Unter den Popular Farms gibt es hier eine Möglichkeit, DAI und USDC zu staken und zurzeit eine APR von 45,77%. Aber, und das ist super, super wichtig hier bei diesem Projekt, die sind gewestet. Und das steht hier, also 25% der Token Rewards, die man hier bekommt, die werden, die bekommt man, wenn das Farming endet. Und man sieht ja hier, dass das Farming in diesem Pool endet in 21 Tagen, 22 Stunden und so weiter. Also das heißt, 3 Wochen kommt man an die AP, also an die Rewards gar nicht ran, und danach sind die gewestet. Und zwar kriegt man dann erstmal 25% direkt, also in 21 Tagen kriegt man ein Viertel und dann alle 2 Monate nochmal ein Viertel, ne? Und bis dann also alles geerntet ist. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man auf das Vesting verzichtet. Dann bekommt man halt die Tokens in dem Moment, wo das, also die Rewards in dem Moment, wo das endet, wo hier diese Reward Period, die Farming Period endet, aber eben 50% davon werden direkt verbrannt. Man kriegt also nur die Hälfte. Und das wirkt sich definitiv aus auf die APY und die APR. Und deshalb ist hier auch ganz wichtig,
dass das wahrscheinlich nicht 45% sein wird, denn man kriegt das ja in Form von DeFi-Tokens. Die DeFi-Tokens, die haben einen Kurs und dieser Kurs wird wahrscheinlich über die Zeit sinken. Wenn der Kurs sinkt, wird auch die LPR sinken. Das heißt, das ist ja also eine hübsche Optik und es ist unbekannt, wie hoch diese LPR am Ende sein wird. Und deshalb ist das also eine, ich sag mal, eine Wette. Wenn man hier einlegt, das ist eine Wette und die kann gut gehen und die kann schlecht gehen und ich denke eher, dass sie nicht gut gehen wird. Und aber das muss ja jeder selber wissen. Über Deposit, ja, man, also das ist hier ganz normal, wie man es auch sonst immer hat. Man braucht Pool-Tokens und dann legt man die hier ein und dann verdient man hier diese APR auf irgendeine Art so. Und die wichtig ist aber, man kann jederzeit seine eingelegten Tokens seine Einlage wieder entnehmen. Also man ist nicht daran gebunden, dass die Tokens hier jetzt 2 Monate rumliegen oder so oder 21 Tage rumliegen. Auch die Einlage ist nicht gewestet, sondern nur die Rewards sind gewestet. Ob man das Vesting haben will oder nicht, das kann man hier einstellen mit On-Off. So, das ist das. Dann habe ich noch einen Stablecoin-Pool gefunden, der letztens auch sehr gute APY hatte, jedenfalls besser als bei Aave, bei SushiSwap. Und zwar bei QuickSwap gibt es noch einen Staking-Pool und zwar mit, ich meine, es war RUSD, genau. RUSD oder RUSD bietet zurzeit eine APY von 34,82%, hängt zusammen mit dem Projekt Ramp.io, glaube ich. Ich gucke mal gerade, ob es das war. Ja, ich weiß nicht mehr, Ramp. Irgendwie. Ja, wo habe ich die Nummer her? Vielleicht kann man das hier nachgucken. Hier ist die Liquidity. Ja, die RUSD, die kann man auf jeden Fall bei QuickSwap kaufen und das Projekt, das war doch RUSD. Ich guck mal gerade bei CoinGecko zum Beispiel, könnte das stehen schon. Da ist ja RUSD und das Projekt heißt RampDeFi.com, genau. So war's. Und bei RampDeFi.com kann man also hier über Polygon dann entsprechend auch LP-Tokens irgendwie generieren, indem man hier eine Einlage macht. RUSD ist auch ein Stablecoin, aber dieser Stablecoin ist über irgend so einen Algorithmus, der hier ist, ist der gedeckt. Also er ist zum Teil durch USDC gedeckt, aber zum Teil auch nicht oder so. Und wie gesagt, ich habe es mir nicht selber angeguckt. Es wäre also eure Aufgabe, wenn ihr das machen wollt, hier wirklich euch selber schlau zu machen. Ich kann hier einfach nur mal den Tipp geben. Also das ist was, was man, wenn man 34% APY haben will, machen kann. Aber da sind natürlich einige Risiken drin. Man weiß nicht, wie stabil das Projekt ist. Man weiß nicht, wie der Algorithmus ist, der hier das Dollar-Pack liefern soll. Es gibt so einiges. Also ne, hohe APY heißt mehr Risiko. Das ist ein Beispiel. Schaut einfach mal selber rein. Das sind also jetzt so meine, das ist so das Ergebnis meiner Recherche und wenn es dann weitergeht, in der nächsten Folge würde ich das Ganze dann systematisieren und einfach nochmal sehen, dass wir unsere Stablecoin-Einlage optimieren und wenn ihr jetzt einfach nicht wie ich Urlaub macht, sondern irgendwie Bock habt weiterzumachen, dann habt ihr jetzt einfach ein paar Tools von mir und könnt mal sehen, wie ihr, welche APY ihr generiert. Ja, okay, dann würde ich sagen, melde ich mich, wenn irgendetwas Ungewöhnliches passiert und ansonsten freue ich mich dann, wenn es demnächst weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.